So, und jetzt muss ich, glaube ich, hier diese orangene Fläche als Rampe benutzen. Ganz genau. Willkommen im Enrichment Center. Oh, krank. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Interessant. Und ich, Vollpfosten, arbeite hier mit diesem weißen Pulver gleich. Mit diesem Mondstein. So, da ist es ja. Das weiße Zeug. Das ist echt cool. Da habe ich richtig Spaß mit gehabt. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich kann dieses Zeug jetzt quasi überall dran machen und kann da meine Portale draufsetzen. Das heißt, alle Flächen, die vorher nicht portalfähig waren, werden dann portalfähig. Was ich echt mega geil finde. Cool, wa? Großer Spaß. Auf jeden Fall. So. Jetzt kann ich zum Beispiel da hinten ein Portal hinsetzen und hier hin und dann bin ich schon draußen. Und ich weiß noch grob aus Erinnerung, dass ich hier irgendwas mit Türmen machen musste. Ich muss hier irgendwie hoch, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wie. Da oben ist nämlich zum Beispiel eine Tür, da muss ich hoch. Ja genau, da oben auf diese Türme muss ich drauf, und zwar mit der weißen Flüssigkeit. Und das geht eigentlich relativ einfach, weil ich ja jetzt diese weiße Flüssigkeit überall verteilen kann. Benutze ich einfach... Na. Oh, ups, falsch. Benutze ich einfach die Tatsache, dass ich das überall verstreuen kann, zu meinen Gunsten, um diese Türme raufzuklettern. Genau, die Fläche da muss auch mit weißem Zeug bedeckt werden, damit ich da hochspringen kann nachher. Das weiß ich noch. So, wunderbar, nicht wahr? Okay. Jetzt kann ich hier schon mal anfangen, auf dem Turm Portale zu setzen. Ne, noch nicht. Ich musste erst den da benutzen. Genau. So, cool, nicht wahr? Jetzt kann ich da oben auf den Turm rauf. Und jetzt ratet mal, was ich hier machen werde. Ich werde hier ein Portal draufsetzen. Hier runterspringen und tada, bin ich weiter. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Ja. Schmeiß die Zitronen zurück. Ja. Wehr dich. Ja. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen.
Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Ja. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz, darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was, und ich spreche es auf Band, damit sie es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carol in die Lage hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Oh, nett. Deswegen steckt sie in meinem Computer. Okay, das ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Lieben Sie wohl. Okay, anscheinend hat er durch dieses wunderschöne Testament seine Sekretärin dazu gezwungen, den Laden zu schmeißen. Alter, wo muss ich hier hin? Ich nehme mal an, ich muss da ganz nach oben. Meine Fresse. Okay. So kommt man auch voran. Ich muss jetzt nur diese Fläche hier benutzen, um da weiter hochzugehen. Mist. Also da muss ich hin. Na? Scheiße, eigentlich jetzt hier fest oder was? Ach, Kacke. Das ist schon Bockmist. Ich muss ein bisschen höher aussteigen, damit ich nicht darunter falle. So. Und jetzt? Wahrscheinlich dahin. Ja, sieht gut aus. Okay. Jetzt muss ich erstmal hier hoch. Super toll. Das bringt nicht wirklich viel, weil ich da direkt wieder runterfalle. Ja, wie komme ich da weiter hoch? Ist da irgendwo eine Wand, wo ich was dran machen kann? Wahrscheinlich muss ich mich jetzt einfach hier runterstürzen. Okay. Das hat nicht sonderlich viel gebracht. Ich muss also wieder hier hoch. Dann das eine Portal in den Aufzug und das andere zum Runterstürzen benutzen. Ah, ich Vollpfosten, ich hab's geschnallt. Okay, das Orangene muss ich gleich umsetzen. Und zwar einfach hier drauf. Ah, ja, geschafft. Jetzt falle ich nämlich hier drauf. Okay. Soweit, so gut. Ich hab's geschafft. Muss nur schnell genug sein. Aperture Science. Diese Testkammern sind echt so abgefahren. Na, gehen wir mal weiter. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens.
will man denn mit Würde explodieren? Okay. Ich werde jetzt Folgendes versuchen. Ich werde hier oben das Blaue hinsetzen. Mich hier wieder runterstürzen. Jawoll. Dann werde ich hier blaue Farbe drauf machen. Genau, damit da das beschmutzt wird. Dann werde ich wieder hier runterspringen mit Orange. Dann komme ich hier hoch. Perfekt. Dann, ich muss jetzt irgendwie hier hoch. Nee. Jetzt muss ich mit Orange hier runter. Und dann schnell das Orangene da draufsetzen. Ja, genau. Jetzt kann ich nämlich zu Fuß hier durchlaufen. Boah, ich kann mich erinnern, beim ersten Mal durchzocken hatte ich solche krassen Schwierigkeiten und ich finde es jetzt gerade mega einfach eigentlich. So, jetzt muss ich irgendwie eine Kombination aus allem machen. Obwohl ich jetzt halt einfach nicht weiß, was ich machen muss. Ah, Mist, falsch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, was ich machen muss. Ich muss wahrscheinlich... Was passiert, wenn ich mich da in das Gitter rein... Dann stehe ich einfach nur da auf dem Gitter drauf. Okay. Ich würde einfach mal Folgendes behaupten. Kann ich mich hier durchschießen? Ne, wenn ich hier rutsche, geht das nicht, ne? Ne. Irgendwie muss ich mich da rausschießen lassen. Vermutlich muss ich... Oh, ich habe keinen Schimmer, wie ich das machen soll. Mich hier auf jeden Fall ziemlich krass beschleunigen lassen. Wie wir hier sehen können. Okay, jetzt kann ich hier ein Portal hinsetzen und da. Was bedeutet, ich kann jetzt eventuell da oben... Ja. Okay, ich hab's. Es muss hier noch was von dem Springzeug hin. So, Orange schnell wieder wegmachen. Das Blaue jetzt schnell wieder hier hin. Okay. Da oben drauf. Mist. Also das Problem ist, ich muss hier was von dem
blauen hinbekommen.